Ubisoft Entertainment. Disney Interactive. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Channel. Und zwar ist das Spiel Donald Duck Quack Attack. Es kam im Jahr 2000 für die PlayStation 1 raus. Und ja, ich bin damit aufgewachsen und habe mir mal überlegt, das jetzt zu Let's Playen. Und im Gegensatz zu den größeren Let's Plays, die ich auch mache, den größeren Projekten, werde ich dieses Let's Play jetzt einfach, also ich werde einfach drauf loszocken, ein bisschen kommentieren und werde einfach mal schauen, was sich so daraus ergibt. Ich werde kein festes Thema haben bei diesem Let's Play, wobei ich debattieren werde oder reden werde, also so wie es bei Minecraft im Moment ist. Ich werde einfach drauf loszocken und mal gucken, wie weit wir im Spiel kommen. Viel Spaß mit dem Intro. Schnell, Donald, schalte den Fernseher ein. Mach schon, Daisys Bericht kommt gleich. Okay, genau das schalte ich vor. Und jetzt sehen Sie den kühnen Live-Bericht von Daisy, unserer beliebten Reporterin. Das ist es! Daisy, Sie sind auf Sendung. Danke, Robert. Ich befinde mich hier im fernen Königreich von Merlock, dem bösen Zauberer. Jetzt, da ich einen Weg in seinen geheimen Tempel gefunden habe, werden wir erfahren, was ihr als nächstes vorhat. Sie ist fantastisch! Von hier aus können wir ihn hören. Ich versuche, näher ranzukommen, ohne gesehen zu werden. Ich gehe noch näher ran. Da ist Merlock. Ihr arbeitet an einer wirklich seltsamen Maschine. Wer ist da? Du wirst nie hier rauskommen. Hey, lass mich! Lass mich runter! Daisy ist in Gefahr. Ich werde sie retten. Das wirst du nicht! Ich werde Daisy retten! Ich kann Ihnen helfen, Merlocks Königreich zu erreichen. Mit meinem unglaublichen Düsentrieb-Gamma-Röhrenteleporter. Ich komme, Daisy! Ich werde dich retten! Hey! Das war etwas voreilig. Im Moment hat meine Maschine nicht genug Energie. Ich brauche Ihre Hilfe. Für Daisy? Kein Problem! Yeah! Merlock hat also Daisy gekidnappt und wir sind Donald Duck in diesem Spiel und müssen sie retten. Aber dafür müssen wir erstmal genug Energie für den Teleporter offensichtlicherweise zusammenkriegen. Ja, und da ich das Spiel schon kenne, werde ich die Tutorials hier auch weitestgehend überspringen, soweit es mir möglich ist. Da denkt der Donald gerade an Daisy. Die Animationen hier sind auch immer ziemlich genial. Ja, und dann geht's auch schon zur ersten Welt, und zwar im Wald gibt's 4 Level, die müssen wir durchspielen. Da gibt es dann so Bücher, die müssen wir kurz umhauen während der Levels. Und ja, das ist auch schon das erste Level namens Waldgebiet. Und dann müssen wir so Teddybären, nachdem wir die Bücher umgehauen haben, einsammeln. Und diese Teddybären, wenn wir davon 3 Stück in jedem Level haben, haben wir schon mal eine der 3 Challenges in einem Level geschafft. Die normale Challenge, ein Level durchzuspielen, ist einfach so eine Energiekugel am Ende zu sammeln oder manchmal ist die auch woanders. So. Ja. Ich habe das leider noch nicht auf Analogstick gemacht hier. Ich müsste mal gucken nachher, wie ich das noch machen kann. Das ist gerade mit Steuerkreuz zocken, das ist zwar ein bisschen, tut zwar ein bisschen an den Fingern weh nach einer Zeit, also weil es mit der Steuerung auch nicht so leicht ist.
Ja, aber ich habe das vorhin bei meiner Oma habe ich das nochmal gezockt. Die hat auch eine PlayStation noch von damals. Und die hat das auch schon mal selber gezockt. Naja, ich habe auch schon mal die 112% geschafft. Die werde ich hier auch bestreben, wieder zu kriegen bei diesem Let's Play. Und ja, es ist wirklich ein ziemlich geiles Spiel. Also, es ist eines der besten Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. Wie gesagt, Donald Duck Quack Attack. Ja, und dann kommen hier halt so Gegner. Wir können hier auch schlagen, treten. Also, so einen Sprungtritt können wir hier machen. Wir können normal so zuschlagen. Na. Ja, was ist das? Ach, das ist nur ein Stein. Und da gibt es hier immer so einen Shake. Wir können 100 Sterne sammeln, dann bekommen wir ein extra Leben. Nach Farbe der Sterne unterschiedlich viele Sternpunkte auf den Status. Und wenn wir 100 haben, wie gesagt, ein neues Leben. Und durchs Gegner besiegen gibt es auch Sterne. Das ist übrigens ein extra Leben. Ja, und wir müssen hier zweimal irgendwelchen Schaden abbekommen, damit wir K.O. gehen. So, das ist auch schon eins der ersten Bücher, die ich angesprochen habe. Das muss ich umhauen. Und danach muss ich mir den Teddy schnappen, bevor die Zeit um ist. Ich muss an der Stelle gerade hier sagen, der Soundtrack, der ist wirklich immer noch ziemlich geil. Und ich finde es wirklich total schade, dass solche Spiele nicht mehr gemacht werden. Also, dass solche Spiele nicht mehr für PlayStation 3 oder so released werden. Ihr müsstet mal gucken, also wenn ihr eine PlayStation 3 habt und keine PlayStation 2 oder 1, dann müsstet ihr mal im PlayStation Store gucken, falls ihr das Spiel haben möchtet. Gibt es wahrscheinlich da auch zum Download. Das finde ich ziemlich geil, dass man das so digitalisiert hat. Ja, und bei uns war es das schon fast das ganze Level, das erste. Das ist ja auch ziemlich leicht. So. Hoppsala hopp. Das müssen wir im Sport immer machen, das also zum Aufwärmen. Das war schon seit der 5. Klasse scheiße. Ich bin jetzt übrigens 17 und in der 11. Klasse, als ich das jetzt gerade aufnehme. Ja, ihr wundert euch bestimmt, dass ein 17-Jähriger solche Spiele aufnimmt. Aber ich bin damit aufgewachsen. Das Spiel kam im Jahr 2000 raus. Als ich das damals als 5-jähriger kleiner Junge gespielt habe, das fand ich immer so klasse. Ich schütte mir mal gerade nebenbei eine Cola ein, ist ja gerade der Ladescreen da. So. Also falls mal irgendwie meine Stimme ein bisschen trocken wird, ich hoffe aber nicht, dass das passiert. So, ja, dann, wir haben das in 1 Minute 40, das ist übrigens hier die gelbe Lampe ist für die Energiekugel, die wir am Ende gesammelt haben. Die grüne ist für alle Teddys sammeln und wenn wir in dieser Welt hier alle Teddys gesammelt haben, dann können wir hier zu unserem Neffen gehen und können ein Extra-Level freischalten, wo wir von irgendwas verfolgt werden jeweils. Also das ist in allen Welten gleich. Das nächste Level heißt die Schlucht und ist auch richtig schön geil. Ich finde auch die Designs, also alles ist viel mühevoller gestaltet als die ganzen Spiele auf der... Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Also es ist mit mehr Liebe einfach gestaltet, also mit mehr Liebe im Detail. Liebe zu Spiel und so. Naja. Dass hier so ziemlich alle Tiere... weißt du, das finde ich auch immer so geil. Wir sind eine sprechende Ente und alle anderen Tiere, außer die Enten hier in dem Spiel, sind eigentlich, ja, normale Tiere, wie wir sie auch kennen. Also die Enten ersetzen hier, glaube ich, soweitgehend die Menschen. Und alle anderen Tiere sind normale Tiere. Sehr seltsam. Das hier ist übrigens so ein ganz komischer Gegner. Das ist ein Pfadfinderbaum, das sieht man am Hut. Und der schlägt mit so einem Kescher um sich. Aber One-Hit-Kill. Kein Problem. So. Diese kleinen Dinger sind auch immer ziemlich geil, diese Boxen. Checkpoint. Na, oh, Glück. Das finde ich auch immer so geil. Irgendwie sieht das aus, als wird das Ding auf Wasser gleiten. Dabei verstehe ich das selber gar nicht so, wie das jetzt funktionieren soll. So. Weg mit dir. Hoffentlich schaffen wir das alles rechtzeitig. Los, los, los. Ah, haha, unser Teddy. Ach übrigens, wenn wir volles Leben gerade haben und uns so einen Shake gönnen, dann sind wir für eine gewisse Zeit unverwundbar. Oh, den Stern möchte ich aber haben. Wäre ich jetzt noch fast verreckt, deswegen. Das wäre nicht so geil gewesen. La 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 la. Yeah. Da ist, muss ich gerade mal gucken,
So, jeder von den gelben Sternen gibt einen jeweils und der rote müsste 5 geben. Nö, der gibt sogar, glaube ich, 10. Jetzt habe ich gesehen. Oh, fail. Ich trinke mal gerade einen Schluck Cola. So. Ja, und wieder die wunderbare kleine G-Box. Oh nein, wieder derselbe Fehler. Scheiß auf den behinderten Stern. Wir müssen die nicht einsammeln. Wir können einfach so drüber springen. Mir ist das eh irgendwie gerade zu schwer. Ich will ja auch nicht zu oft failen in der ersten Welt, weil das ist relativ peinlich. Ja. Und wenn wir dreimal hintereinander verreckt sind, für gewöhnlich, dann rächt sich Donald beim Respawn auch. Also beim Respawn am Checkpoint rächt er sich auch ganz schön auf. Ich würde wirklich jedem dieses Spiel empfehlen. Klein und groß, also wirklich, wenn es im PlayStation Store da ist und ihr keine PS2 oder PS1 habt, um es halt in der PS1 Version zu zocken, dann holt es euch für die PlayStation 3 halt im PlayStation Store. Würde ich jedem empfehlen. Weil das Original für die PlayStation 1 ist heute auch relativ teuer. Es gibt auch noch eine PlayStation 2 Version, die ist etwas anders. So. Boah, ich habe 3 Leben verloren. Das ist mir jetzt schon wieder peinlich. Ich bin normalerweise in Jump and Runs eigentlich ein relativ guter Spieler. Und sterbe relativ selten, vor allem bei Crash Bandicoot. Aber naja, vor allen Dingen sterben ist bei solchen Kinderspielen ja auch immer die Devise. Sterben. So. Ach ja, genau. So, hier haben wir auch wieder alle 3 Knuddel-Teddys. Wunderbar. Und wir begeben uns wieder in Richtung Ausgang. Ja. Ein weiteres Level wäre soweit erledigt. Ich finde das Wasser hier, die Animation vom Wasser, ist auch ziemlich geil gelungen. Ja, da haben wir schon die Hälfte von der ersten Stage durch. Also die vor dem ersten Endboss kommt hier. Also nicht Endboss, dem Boss in der Stage 1. Das ist so ein fettes Huhn. Werden wir auf jeden Fall noch sehen. So, die Schlucht haben wir in ungefähr 2 Minuten absolviert. Gut. Tix-Trick-Kurs. Das ist so eine kleine Anspielung auf Tick... nee, warte. Ich kenne die Namen von denen einfach nicht mehr. Ich habe das so lange nicht geguckt. Also hier DuckTales und sowas. Müsst ihr Tick... nee, Tick, Trick und Track... meine Güte, ich weiß es einfach nicht mehr. Es ist zu lange her, Leute. Tut mir leid. Ey, du könntest das hier auf Google. Nee, auf Google habe ich keine Lust. Habe ich außerdem keinen zweiten Computer hier. Ich bin froh, dass ich ein iMac habe. Ich brauche keinen zweiten Computer. Hier kann man auch alles eigentlich, was man auf Windows kann. Von daher ist es super. Ach ja, genau. Ich zocke das gerade mit einem Emulator, wollte ich nur erwähnen. Mein Emulator heißt PCSX. Es gibt auch noch einen anderen Emulator, der ist ein bisschen besser. Der heißt EPSXE. Da gibt es nämlich einen Driver für die Grafik. Da könnt ihr die Spiele auch, wenn ihr einen Monitor habt, der 1080p ist, könnt ihr die auch in 1080p bei geilster Grafik zocken. Würde ich mir auf jeden Fall gönnen, wenn ihr jetzt PS1-Fans seid, dann macht einfach mal, dann legt da eure Spiel-CD ein, so wie ich das gerade gemacht habe. Und ja, dann einfach mal zocken. Wir sind hier übrigens gerade einmal getroffen worden, also haben nur noch die Hälfte vom Leben. Und Donald regt sich dann immer ganz, ganz gerne auf. Beim Springen vor allen Dingen. Dann macht er immer so, wäh! Genau. Genau so meinte ich das. Und das hier ist ein bisschen tricky, müsste aber gehen. Jawohl. So, und ich werde für Sterne nicht nochmal mein Leben riskieren. Nein! Ah, ja! Epic Win. Hoffentlich kommt nicht noch ein Epic Fail dazu. Den wollte ich nämlich gerne verhindern. Ja, und was ich hier besonders, feiere, das sind die Hintergründe einfach, die so genial gemacht sind. Die sind simpel, aber genial. Und so sollten Spiele gebaut sein. Mit simpler, aber genialer Grafik. Weil ich feiere einfach wirklich die Hintergründe hier. Deswegen ist das für mich ein Jump'n'Run. Also es ist eine Mischung aus, es ist eigentlich so ein Hybrid-Game, also ein Hybrid-Spiel eigentlich. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das heißt. Ein Hybrid-Spiel ist ein Spiel, was aus mehreren Genres besteht und mehrere
verschiedene Fraktionen der Videospielbranche anspricht. Es ist zum Beispiel ein Spiel wie GTA, was ja gleichzeitig ein Spiel ist, wo man mit einem Auto fahren kann und auch ballern kann. Sowas ist auch ein Hybridspiel. Naja, das kann man auch anders deuten. Es gibt auch noch eine andere Bezeichnung für Hybridspiele, aber naja. Die wollte ich gerade halt mal ansprechen. Das ist eine Mischung aus Hit and Run, wo ihr Gegner schlagen könnt, und Jump and Run. Weil es ist ja beides in einem. Also bei einem Hit and Run, da gibt es ein Spiel, was ich euch nur empfehlen kann. Die Simpsons Hit and Run würde ich mir auf jeden Fall mal vornehmen, wenn ihr mal Ferien habt oder so, wenn ihr mal richtig Zeit habt. Nehmt euch das Spiel mal vor, das macht richtig Bock. Ohne Witz, ist auch für PlayStation 2 rausgekommen. Allgemein sind ältere Spiele viel besser. Ich find's traurig, dass so diese Spielart hier ausgestorben ist mittlerweile. Weil es ist die, ja, also wenn ich mal irgendwann Kinder haben sollte, dann werde ich die auf jeden Fall mit diesen Spielen aufwachsen lassen. Mit Crash Bandicoot, dem hier, natürlich auch noch mit Call of Duty, nein, natürlich nicht. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Damit auf jeden Fall würde ich meine Kinder aufwachsen lassen, wenn ich mal irgendwann welche habe. So. Zack. Und Epic Win. Ja, wir haben das Level durch und die ersten drei Level sind mal eben so an uns vorbeigerauscht. Das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, aber die nächsten werden auch noch ein bisschen schwerer. Der Endgegner, der konnte jetzt auch noch ein bisschen... Ja, der könnte uns noch ein paar Probleme bereiten, um es mal ehrlich zu sagen. So, gefährliche Klippe, okay, Next Level, Generation und so weiter. Ich gehe mal kurz da rein. Ja, der Ladebalken, der ist besonders geil, muss ich auch hier sagen. Also ich lobe das Spiel wirklich tot mittlerweile. Es ist einfach genial gemacht. Geniales Spieldesign. Und ich muss ehrlich sagen, bitte macht weiter so. Es macht übertrieben Bock. Beziehungsweise macht mal wieder sowas. Ich würde nämlich wirklich gerne mal wieder ein Spiel spielen, was wie dieses ist. Allgemein, es gab so viele geile Spiele auf der PlayStation 1, von denen keine Fortsetzung auf der PlayStation 3 oder 2 gemacht wurde. Und das fand ich so traurig. Zum Beispiel die ganze Crash Bandicoot-Serie, die ist ja auch ziemlich den Bach runtergegangen. Seit eine andere Firma die Rechte übernommen hat. Also aus meiner Sicht jetzt, das soll jetzt keine grobe Analyse von der ganzen Sache sein. Das soll einfach nur so eine kleine Kritik sein. Ich hoffe, dass das jetzt kein Problem darstellt für Entwickler eventuell. Beziehungsweise die Entwickler sind ja eigentlich dadurch mehr gelobt als verwendet, weil eigentlich ja eher die, ach, ist auch egal, eigentlich die Leute, die das aufgekauft haben, die haben aus der Crash Bandicoot Serie einfach aus meiner Sicht total Müll gemacht. Crash of the Titans, Mind Over Mutant, beides totale Spiele, die mit den alten Crash Bandicoot Teilen und dem Teil der Zorn des Cortex für PlayStation 2 absolut null zu tun haben, aber absolut null. Ja. Und hier ist übrigens auch so eine komische Distel, oder ich weiß auch nicht, was das sein soll. Könnten verschiedene Stechpflanzen sein. Also Pflanzen mit Stacheln, wo man sich ordentlich pieksen kann. So. Ich finde die Dinger immer so geil, die machen so komische Geräusche. Und ich finde es auch geil, dass man hier Gegner einfach weghauen kann. Das kann man nämlich zum Beispiel bei Mario nicht, aber Mario ist ja auch so eine Serie. Das einzige, was wirklich, das aktuellste Jump and Run, was ich auch kenne, was mir wirklich Spaß macht, ist New Super Mario Bros. Für die Nintendo Wii. Ja, ich habe meine Chance verbaut. Die Kiste hätte ich lassen müssen. Die Box meine ich. So, da hinten ist noch so ein Wasserfall gerade. Nice. Genau. Ach nee, das war gar nicht die Box. Jetzt hatte ich schon gerade Angst, dass ich die falsche Box weggehauen habe. So, auf jeden Fall die Box, die jetzt kommt, noch da lassen. Weil die brauchen wir, um hochzukommen. Yeah. Checkpoint. Und ja, das hier ist auch so ein Element hier, dass man hier so rennen kann. Also, dass ihr die Wahl habt, hier so und so zu gehen. Das finde ich auch ziemlich geil an dem Baum.
Das ist auch so ein bisschen in das 3D-Design ist auch 2D. Na Quatsch, in das 2D-Design ist auch 3D teilweise mit eingebaut. Man kann ja hier auch wahlweise